Die Corona-Krise wird auch auf dem Arbeitsmarkt in Westmecklenburg Spuren hinterlassen. Wie der Leiter der Schweriner Arbeitsagentur gegenüber der SVZ angab, hätten in der Region mehr als 3000 Betriebe Kurzarbeitergeld beantragt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Gastronomie und Einzelhandel. Die Personalsuche ist in den meisten Betrieben vorerst eingestellt. Im März waren in der Region rund 15.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Seit dem 16. März verzeichnet die Agentur verstärkt Arbeitslosenmeldungen. Die ausgesprochenen Kündigungen werden aber erst in den nächsten Wochen wirksam. Die Agentur hat eine zusätzliche regionale Service-Hotline unter 0385 45 011 01 eingerichtet.